Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil denn hier mit Kabi. Oh, Mund. Hoppa. Nimmst du die lange Seite? Ich nehme die kurze Seite erst. Also machen, ne? Ich fahr mal da runter. Ich muss meinen LKW hier runterstellen. Einen müssen wir unten. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht mehr. Ein bisschen nach oben. Eine Linie. Einmal hin, einmal her. Ich fahre jetzt in einen, mache ich leer. Ich muss mir jetzt erstmal hier so einen Cut machen, damit ich dann vernünftig drehen kann, weil... Wir haben jetzt Weizen hier, gleich in das Lager oder irgendwo hin. Lager. Oder Mühle, weiß ich nicht. In Mühle haben wir noch Gerste reingekippt. Ne, habe ich voll gemacht. Stopp, habe ich voll gemacht. Hat man noch was im Lager? Wir sind ins Lager. Würde ich auch sagen, ne? Ja. Können wir dann immer noch aufteilen, wenn wir irgendwo was brauchen, ne? Richtig. Okay. Wir stellen einen oben hin, einen unten hin. Und gut ist Kabi. So Mitte Feld, weißt du, dass keiner hier Kilometer weit fahren muss, ne? Und fertig ist die Geschichte. Weil einmal einen Weg sollten wir locker schaffen. Hoffe ich. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da letztes Mal runtergemacht habe. Da war was da war Ding drauf. Raps, ne? Nein, Sojabohnen. Oder Sojabohnen? Ja, gut. Hast du das von Toni jetzt nochmal probiert? Nein, ich hab's nicht gemacht. Na, hätte er sein können. Mach ich erst, wenn mein Dual Coil wieder kommt, Alter. Single ist nicht so toll. Also meine Ersatzteile. Ich kann es zwar in meinen Dingern auch probieren, mit meinem Clayton, oder habe ich letztens probiert zum Rauchen, Alter. Das hat nach zweimal ziehen voll verkokelt geschmeckt, weil du da ganz anders da ziehst jetzt als wie an Selbstwickler. Das ist das Problem. Ein Problem? Ich würde mal sagen, das ist ein Mega-Problem, weil das kannst du gar nicht mehr. Naja, weil du ziehst ja nicht doller, sondern aber heftiger. Ja. Habe ich so das Gefühl. Ja. Einmal scheiße. Da gibt's gar keinen richtigen Weg, Alter. Dann stell ich jetzt mal hier ganz kurz in eine Wiese. Fahr mal hier hin. Fahren eh einmal rum, Leute. Vielleicht fange ich doch auf der langen Seite an, aber ich mehr einmal rum. Richtig beschissen. Also abzuernten ist nicht so toll. Einmal drehen. Ich glaube, so schlimm wird's nicht. Ja, hier legen wir natürlich Stroh, ne? Nein, Spaß. Wie irre, Alter. Boah, hier bergauf, Alter, der quält sich aber gerade bei mir. 7 km/h fahre ich nur. Junge. Ich hab doch Kette. Da, Füße hoch. Ah. Füße hoch, sagt er. Ja, Kabi, dann erzähl mal was. Eine Füße. Deine Füße hoch. Ja, wie war dein Tag der offenen Tür? Was hast du dir gekauft? Für nichts, meine Frau hat sich Schuhe gekauft. Ja, die ist genauso wie ich, ja? Ich hole nur. Was wolltest du holen? Haarspray. Leute, und mit was ist meine Frau wiedergekommen? Mit Schuhe. Ja. Ne? Also, wir wollen ja hier keinen auf Mario Barth machen, aber er hat schon recht. Sonst habe ich geguckt. Und hat nicht die Idee. Ja, für die Leute, die es vielleicht interessiert, könnte Kabi das zum Beispiel mit dem LS-Add-on erzählen, was du da gesehen hast. Stimmt. Wie hieß das nochmal? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Drohlegen, irgendwie sowas. Ja, erzähl doch den Leuten, um was es da geht und dass das nicht direkt von Giants ist, aber mit Kooperation Arbeit oder sowas, kann man das nennen. Warte, ich google gerade mit dem Handy. Ja, google du mit dem Handy. Weil vielleicht interessiert das den LS-Leuten. Strohbergung, so heißt das. LS17 Strohbergung. Okay. Das ist von der aerosoft.com, aber es braucht die Standardversion von LS17.
Ja, Aerosoft macht ja auch Software für Flight-Simulatoren und sowas. Oder für Eisenbahn. Da sind halt verschiedene Krone, Ballenpressen drinne, dann für Ballen aufheben und so weiter. Dann gibt's da eine Riesenhalle, da kannst du dann irgendwie Stroh verarbeiten und dann gibt's und das Stroh wird dann auf Paletten gemacht als Pellets. Und diese Pellets kann man dann wiederum verkaufen. Das ist eine Riesenhalle mit Kran, also du kannst richtig mit Kran drinne arbeiten, Deckenkran. Okay. Und die Maschine verarbeitet das dann und Rundballenpresse. Dann auch noch so eine andere für Quaderballen. Und dann gibt es noch eine Krone. Soll ich sagen? Eine Maschine, die Pellets draus macht. Da brauchst du Wasser und irgend so ein Kanisterzeug. Ich weiß nicht genau was. Ja, und die anderen Ballenpressen, das ist so, also der eine Krone, das sehe ich gerade, wenn der einen Quaderballen hinten rausspuckt, ist da ein kleiner Anhänger. Und wenn der voll ist, dann schmeißt er dann drei auf einen Fleck raus gleich. Dann kannst du die mit der großen Ding nehmen. Ja. So, also was für Strohverarbeitung und sowas. Ja, genau. Ja, also wenn dann werden wahrscheinlich jetzt die Leute schreiben, was kostet denn der Spaß? Also hier bei aerosoft.com 19,99 €. Okay. Was würde der Spaß, was, wo du es gesehen hast? 16,99 €. Okay. War, glaube ich, der Expert, glaube ich. Ja, und Kabi war nur normal. Wie viel Prozent hast du jetzt? Auf 74. Aha. Ich habe einfach nur so geguckt. Also, das ist mir einfach nur zufällig reingerutscht. Ja, ja, ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht interessiert es manche Leute, Kabi. Also. Bei uns ist einfach das Problem, dass wir ja nicht mehr auf dem Root-Server sind. Daher, ja, glaube ich, wird das ein kleines Problem, da dieses Add-on hier auf diesem Server laufen zu bekommen. Weil da müssen wir es zweimal kaufen und denen die Lizenz geben. Das machen wir nicht. Nein. Auf jeden Fall kann man in die Halle selber setzen. Das habe ich vorher mal bei einem gesehen. Also du kannst da einfach platzieren. Okay. Ich hatte vor Jahren auch mal eins für LS15 oder LS13. Ich weiß es absolut nicht mehr. Da hatte ich mir auch so ein New Holland Pack gekauft mit einer anderen Karte. Da musstest du über eine riesen Brücke fahren und so. War mega geil, dieses Pack. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, von welchem Hersteller das war. Da hast du auf jeden Fall den New Holland Mähdrescher gehabt, Treckers, eine andere Karte. Musstest du über eine riesen Brücke fahren. In die Stadt rein und so. Also da war in so zwei Gebieten aufgeteilt, ne? War mega toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt schon coole Sachen, so die im Hintergrund so sind, wo du gar nicht so viel von mitbekommst, ne? Nee, finde ich auch schade. Also dass das auch bei LS zum Beispiel auf der Seite oder bei Giant nicht auf der Seite verkauft wird. Ja gut, ist ja klar, weil du würdest dir vielleicht eher das kaufen wie das Add-on von Giants. Also, Es ist eigentlich auch cool. Manchmal würde ich schon gerne Modder unterstützen, die wirklich geile Karten bauen, wie hier den von Südhämmern oder so. Also manche Leute könnten wirklich ihre Map auch verkaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja. Ja. Ne? Also muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, also. Voll leck ist das eine lange Strecke, ne? Das ist heftig. Aber wenn du dir das... Geht's. Wenn du dir das anguckst, wenn du jetzt hinter mir fährst, ja, was das da schon wieder für ein Schnitt weg ist. Wir machen auf einmal 26 Meter, ne? Ja, 26,4. Ja. Aber vom Prinzip ist es schon cool, weil du hast ja immer eigentlich das Problem, weil entweder du machst Job and Straw draus, damit du es zünchst, oder du... Richtig. Wenn es Lager voll ist, verkaufst du es. Genau. Und so kannst du es wieder verarbeiten in Pellets. Was ja, weil auch cool ist. Ich finde persönlich, dass das Verhältnis Strohverbrauch bei den Tieren nicht stimmt. Oder nicht passt. Nein, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig, was die Tiere benutzen. Und Stroh Geld mitmachen, macht man heute. Oder Stroh, warum geht das nicht in eine Biogasanlage? Das kann doch gern, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann es auch nicht richtig beantworten. Wenn ich Scheiße gelabert habe, ignoriert es. Wenn es stimmt, könnt ihr ja mal als Kommentar schreiben oder so. Aber flamet mich nicht dafür. Ja, also, ja. Nur meine Scheiben putzen. Na gut, eigentlich flamet hier gar keiner.
kann irgendwie nicht mal richtig rausgucken. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, seit wo ich dieses Meer VG benutze, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, es liegt an dem Peachy. Ja, deswegen nehmen die auch 100% VG alle. Aber das will ich gar nicht, Alter. Das ist so eine dicke Plürre. Naja, lass mal gut sein. So, jetzt fahre ich nämlich nicht in die Reihe. Dann fahre ich... Oi, du Fotze. Na? Ah, er ist halt falsch abgebogen. Entschuldigung. Fahre ich nämlich in die Reihe, mache an. Und hallo, Kabi. Er passt nicht. Ich habe nicht die gleichen Daten wie du. Rückwärts. Jetzt müsste ich mir mal die Daten von dir laden. Das kann man doch irgendwie. Kurs vom Nachbarn laden. Zack. So, jetzt bin ich nämlich weiter drüben. Weil es ist ja schlauer, wenn ich deinen Kurs nehme, weil du ja angefangen bist. Richtig? Ja, klar. Ist richtig, klar. Ich habe auf der geraden Kante angefangen. Genau. Nicht so, und jetzt sieht das nämlich gleich ganz anders aus hier. Naja, mein ganzes Stück stehen gelassen. Ja, da wieder nicht geflücht oder nicht gesät. Naja. Seht ihr? Ja, das kleine Eck da, das macht die Haut auch nicht fit. Mach ich mir gar keinen Kopf drum, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Weißt du, was da runterkommen wird hier vom Feld, Mann? Also wenn unser Weizen dann nicht mehr reicht, dann weiß ich es auch nicht, Alter. Nur ohne Flachs. Also auf jeden Fall könnt ihr dieses Add-on bei Expert, wahrscheinlich vielleicht auch bei Mediamarkt oder bei eurem vertrauten Händler bekommen. Ja. Ob es bei MMOGA oder so das gibt, das können wir euch absolut nicht sagen, haben wir jetzt nicht kontrolliert. Habe ich auch nicht geguckt. Wenn wir jetzt nicht auf dem Server spielen würden, würden wir das vielleicht auch mal benutzen. Wäre vielleicht noch sehr interessant, ne? Ja, ja. Aber deswegen habe ich es dir auch vielleicht gesagt, weil ich hätte echt interessant angehört. Ich muss gucken, ob es das hier gibt, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass es das gibt, weil es ein Fremdanbieter ist. Ich weiß es nicht. Weil es ist schon cool, Alter. Du platzierst einfach so eine Halle, weißt du? Zack. Dann ist da alles drinnen. Zumindest hat das so ausgeschaut, also. Was ich einfach bei diesem New Holland Pack, was ich früher geil fand, einfach war einfach, dass es eine Karte gab. Glaube ich keine dabei. Und das ist das, was ich sowieso immer sehr interessant finde, wenn es dann jemanden gibt, der wirklich, weil da ist das angefangen, dass du Strohballen nehmen konntest, aufheben, also Rundballen, und die konntest du dann da hinlegen und dann hat sich das zerteilt bei den Kühen. Das war so das erste Mal, dass es sowas gab. Du musstest sonst früher immer bei Giants immer das mit dem Ladewagen hinbringen. Verstehst du, was ich meine? Und zu der Zeit war das ganz neu, dass du wirklich beigehen konntest, einen Rundball nehmen konntest und konntest diesen Rundball nehmen und bei den Tieren reintun. Weißt du, und da hat sich das verteilt in dem Sinn. Du konntest wirklich deinen Hof mit Rundballen belegen und all sowas. Das war so gut, Kabi. Das kannst du dir nicht vorstellen, echt. Ich glaube, es war LS13, wo ich dieses Add-on mir gekauft habe. Keine Ahnung. Das Problem ist aber auch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hey, es sind nur noch ein paar Monate, ja, und dann kommt eh LS17, ne? 19. 19, ja. Freue ich mich eben wahnsinnig drauf, weil die ganze Engine soll ja wirklich komplett neu sein. Ich werde das so feiern. Och, Mann. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist da in der Nähe noch so ein E-Zigarettenladen, Alter. Das wäre also meine Hoffnung gewesen, Alter. Finde es ein scheiß Kinderkick, Alter. Aber das ist ein Schwachsinn. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht viele Läden zurzeit gibt. Muss ich mir dann erstmal ein Frusteis kaufen, Alter. Ein Frusteis? Es ist sau warm bei uns, ey. Kannst schon ein T-Shirt und kurze Hose rumlaufen, ey. Wir sollen noch mal morgen richtig kalt werden bei uns. Warm. Bei uns fängt es schon wieder an, kälter zu werden, Alter. Macht überhaupt gar keinen Spaß mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. So langsam reicht's mir. Ich bin schon fast fertig hier. Ja? Ich sage doch, mit zwei Leuten, Kavi, ist das. Und 10 ist das ein Witz hier, oder? Ja, 10 ist ein Witz. Na, jetzt nerv ich nämlich auch nicht, ne?
Na gut, jetzt bin ich ein bisschen drüber über der Linie. Ja, Kabi küsst mich gerne. Renn dich weg, Junge. Junge! Komm mal rüber! Ja, und jetzt wird der Weg ja eh kürzer, jede Bahn. So wie heute habe ich ein YouTube-Video gesehen, da hat der eine irgend so einen scheiß Kommentar geschrieben und ihm voll gedisst und hat dann im Video gesagt, wenn du ein Problem mit mir hast, dann schreib mich persönlich an. Dann können wir uns gerne mal treffen, dann kannst du mir das persönlich sagen. Aber in den Kommentaren kann das jeder schreiben, weißt du? Ah, das ist ja auf YouTube sowieso so ein Riesenproblem, dass alle dann flamen, du bist voll der Spasten und was weiß ich nicht alles. Naja, da haben sie dicke Eier. Ja, richtig. Das ist halt das Internet, ne? Ja. Wo ich jetzt auch am Überlegen bin, meinen Facebook-Account zu schließen, weil es ja eh keiner da großartig zugange ist, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und weil ich das, was Zuckerberg gemacht hat, absolut nicht okay finde. Ich habe fast nichts auf Facebook. Naja, das hat damit ja nichts zu tun, Kabi. Man muss ihn einfach jetzt zeigen, hey Maka, das geht nicht. Verstehst du, was ich einfach damit sagen will? Ist ja nicht, er kann ja machen, was er will, auf Deutsch gesagt, aber so geht es nicht. Ja, aber der ist eh schon dabei, das jetzt wieder zu beheben oder nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Erzählen können die Leute viel, ne? Ja, sei mal ehrlich. Vom Prinzip her, Datenklau ist nichts Schönes. Aber, oder was die dann da den Leuten da unter die Nase gerieben haben oder weiß was ich. Wenn das nicht über diese Plattform gelaufen wäre, hätten sie es im Fernsehen die uns so gut unter die Nase gerieben und die Leute wären genauso doof gewesen. Ja. Also vom Prinzip her bleibt es eigentlich scheißegal. Aber Leute sind halt manipulierbarer über Internet. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, man kann die Leute sehr, sehr manipulieren. Was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, weil eigentlich, wenn ich doch diesen Bericht, und mir kommt der ein bisschen spanisch vor oder keine Ahnung, kann ich ja erstmal googeln nach einem Gegenbericht. Also, ja. Keine Ahnung. Ist immer so ein bisschen komisch. Ich sage auf jeden Fall erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.